Ich glaube, die weiteste Definition ist, dass ein Medienwissenschaftler jemand ist, der einen abgelenkten Blick hat. Jemand, der nicht aufs Zentrum, sondern auf die Peripherie schaut. Der nicht aufs Bild, sondern auf den Rahmen schaut, in gewisser Weise. Oder man muss es gar nicht so disziplinär aufschlüsseln, sondern kann eigentlich sagen, dass der abgelenkte Blick oder der Blick auf die Bedingungen von Wissen, Denken und Erkennen eigentlich in allen Disziplinen auftauchen kann. Dieses Arrangement aus, sagen wir, technischen Gegebenheiten wie Laptops, Beamern, ästhetischen Standards wie Foliengestaltung, Bulletlisten, Folienabfolgen, in denen man nicht vor- und zurückspringen kann, arbeitet daran mit, was in Vorträgen gedacht wird und wie Vorträge gehalten werden. Ja, unbedingt. Also, unbedingt und gerade Nietzsche. Also jemand, der so übers Schreibzeug und übers Lesen sich geäußert hat, als Medientheoretiker letztlich, als der auch viel in Anspruch genommen wurde seit den 80ern, unbedingt. Es liest sich allerdings anders. Nein, dass die Bücher verschwinden werden, glaube ich nicht. Es hat sich eigentlich gezeigt, dass es immer, wie soll man sagen, ökologische Nischen für alle älteren Medien gibt. Die Schallplatte hat sich irgendwo bei 8% Marktanteil in Vinyl wieder stabilisiert. Das Buch wird sicher nicht verschwinden, aber es wird sich transformieren und bestimmte Rollen übernehmen. Und andere Rollen werden von anderen Medien abgedeckt werden. Ich glaube, es ist was an der These, dass wir immer mit den Dingen spielen, mit denen wir arbeiten. Das heißt, im Fabrikzeitalter hat man mit Dampfmaschinen und Metallbaukästen gespielt. Im Computerzeitalter spielt man eben mit Computern. Wenn jetzt sowas wie World of Warcraft plötzlich emergiert und Millionen Spieler hat, kann man sich natürlich fragen, was man daraus lernt. Und man lernt eigentlich das, was in Bewerbungsanforderungen an Soft Skills gefordert wird. Man lernt Teamfähigkeit, man lernt in einer gewisser Weise einen kooperativen Büroalltag kennen. Ich glaube, die Geisteswissenschaften stehen eigentlich besser da, als sie es oft selber wahrhaben wollen. Es gibt genug kluge Antworten aus den Geisteswissenschaften und genug Themen, die für Geisteswissenschaften auf der Straße liegen. Die schöne Seite sind die Doktoranden. Die schöne Seite ist, dass man sich überlegen kann, was man heute machen möchte. Im Idealfall. Natürlich liegen stapelweise Gutachten und ähnliche Dinge auf dem Schreibtisch. Aber man kann als Wissenschaftler eigentlich sagen, das möchte ich heute machen und jetzt ziehe ich mich zurück. Man kann immer wieder neu anfangen. Also ich glaube, ich habe 4-mal die Fächer und 3-mal die Fakultäten gewechselt in 15 Jahren. Und das ist, glaube ich, kaum irgendwo anders möglich, dass man sich neu erfindet und sich neue Interessen erfindet und so eine Form von, soll man sagen, Selbsterregertum pflegen darf.